Freunde und herzlich willkommen zurück zu Rev. So, die Insel habe ich schon gemacht. Das habt ihr ja gerade gesehen im Schnelldurchlauf. Wie schnell, weiß ich jetzt noch nicht. So, gut, dann würde ich aber sagen, wir lichten jetzt auch gleich den Anker. Ich glaube, ich muss aber aufpassen, dass ich nicht gegen die Insel tatze. Also schnell nochmal hoch. Und das Segel ausgerichtet. Oh Gott. Treibe ich weg oder treibe ich? Ja, ich treibe ran. Also muss man ein bisschen nachhelfen. So. Also ihr habt es ja gesehen, unten rum war nicht viel. War nur mal so ein paar Stellen, wo man ein bisschen was holen konnte. Ja, ein bisschen Schrott haben wir aufgefüllt. Ziemlich viele Bienen haben wir bekommen. Also der Honigproduktion steht eigentlich auch nicht mehr im Wege. Muss bloß mal gucken, wie ich das dann organisiere und realisiere. Das kriegen wir aber auch noch hin. Gut, ein bisschen Holz ist wieder da. Und wir lassen uns dann jetzt einfach mal triben. Mal gucken, was wir jetzt hier so hinkriegen. So, dann gehen wir mal schnell gucken. Wir wollten ja hier fertig machen. Ich könnte ja hier schon mal anfangen mit dem bisschen Holz, was ich jetzt eventuell habe. Warte mal, ich wollte doch sowieso noch mal gucken. Ich wollte ja hier außen jetzt noch mal eins... Wollte ich das jetzt wirklich hier so bis vorziehen? Ich glaube ja über die Tür, dass hier bloß eh noch frei ist. Ja? Ja doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Oh Mann, wenn ich da an die ganzen Nägel denke, die ich brauche. Wahnsinn. Gut. Ja, genau. Ihr habt es ja gesehen. Eine Tiki-Maske haben wir gefunden. Nicht Tippi wie letztes Mal. Tiki. Haben wir wenigstens auf einer Seite schon mal drei. Ich hatte, glaube ich, noch nie alle vier. So, zu essen haben wir auch noch zweimal, das ist auch gut. Also ich könnte mal den Blödsinn noch mit auspacken. Reicht ja, wenn ich das Werkzeug habe, was ich brauche, in der Tasche habe. Gehen wir das noch mit auspacken. So, den Honig habe ich sogar noch einstecken. So, das mal hier hin. Können wir dann im Laufe auch mal ein bisschen was Neues noch... War das jetzt... Hatte ich davon bloß einen? Ach ne, das war der Wasseraufbereiter. Wo habe ich denn die kleinen Grillchen geschmissen nach dem letzten Mal? Oder hängt er noch hier? Nee. Gut, hängt er nicht. So, wie sieht es denn aus? Hier ist noch nichts drin. Doch, hier. Ein Palmblatt. Ab in den Müll. Ja, Schatzsuche war jetzt auch nicht so berauschend. Gab jetzt bloß, ich glaube, einen Titan oder was wir gefunden haben, ja. Gab jetzt nur eins. Aber es ist ja nicht schlimm, es wird besser. Es wird besser. So, ich helfe jetzt mal ein bisschen mit, wir brauchen ja Holz. Gut, dann kommt dann eine Kartoffel und zwei Holz bei rum. So. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob jetzt hier nochmal eine Insel am Start ist. Ich bin mir überrascht dran gewesen. Für die Reihe habe ich mir auch noch was überlegt. Mal gucken, ob ich das umsetzen kann. Das ist dann aber mehr so für den überflüssigen Stoff. So, da kommt eine. Ach so, genau. Das war jetzt schon Temperance, oder? 1150 ist Temperance, ja. Ich glaube, das wird bei Temperance wie bei Balboa laufen, dass wir hier bestimmt mit Motorkraft hinfahren müssen. Aber wir gucken dann demnächst einfach mal, wo sie aufgeploppt ist. Ansonsten werde ich jetzt erstmal weiter Stuff einsammeln. So, gut. Dann gucken wir jetzt mal, wie viel Holz wir haben, dass wir das hier angehen können. 5 haben wir schon, das sehe ich. Wenn wir gleich versuchen, nochmal den Honig loszuwerden. Oder am besten gleich nochmal Honiggläser machen. Brauchen wir denn eigentlich für das Honigglas? Ach, wir brauchen 6 und einmal Glas. Okay. Das ist ja teuer. Das ist ja... Ach, hier hatte ich die Nägel drin. Okay. Ich die jetzt mit darüber geschmissen. Ich glaube, ich habe hier den einen Nagel mit reingeschmissen. Zack, und schon ist Ruhe. Friede. Was hatte ich denn jetzt die... Okay, die waren voll. Gut. Dann fliegt das hier mit rein. Ja. Dann Nagel mit rein. Was war denn das? Das klang komisch. Das klang besser. So, wollte jetzt gucken, wie viel Holz wir haben. Weil ich muss hier rüber. Können wir hier gleich nochmal gucken. Plaste. Ein Fass. Da ist noch Holz. Oh, guck mal, noch ein Fass. Und noch ein Stein. Yay! Weg damit.
Also ich glaube, wenn wir jetzt unbedingt was nicht brauchen, sind es Steine. Weil Forkmühlen haben wir jetzt eigentlich genug. Aber man kann es ja ruhig machen. Also so ist es nicht. Aber weißt du, was man die Steine noch braucht? Besser. So. Wir haben jetzt hier schon mal 28 Holz. Ein bisschen Schrott. So, ich wollte jetzt gucken wegen Honig. Genau. Zack, weil Honig ist nämlich relativ voll. Ach, da kriegen wir zweimal raus, okay. Dann können wir was neu machen und dann gehen wir da hier reinstecken. Zack. So, müssen wir mal trinken und essen. So, voll, voll. So, nur ein Slot frei, sehr schön. Lass mal rüberrücken. Lecker Hai haben. So, der Schrott hier rein, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann haben wir das. So, wenn wir aus dem Rest machen wir mal Seile. Die sind auch noch nicht voll. Zack. Ob wir jemals so viele Seile brauchen, ist das jetzt mal dahingestellt. Aber wie sagt man immer so schön, besser haben als brauchen. So. Gut. Achso, wie ihr jetzt gesehen habt, wir haben auch neue Birken- und Tannensamen. Na, guck mal, kleine Insel. Tschüss. Ah, jetzt bin ich ganz hochgelaufen. Macht ja nichts. So. Wie mal jetzt? Ach so. Na gut, ich hatte hier ja immer was vor. Aber wie mache ich denn das jetzt hier am blödsten? Stimmt. Ich wollte ja hier eigentlich noch bis... Ja, hier noch bis hier ran. Da müsste ich aber jetzt auch erstmal die Träger ziehen eigentlich. Ich wollte ja noch einmal bis hier vor. Und das dann auch so eins überstehen lassen. Ja, aber das Holz jetzt aber nicht reichen. Da muss ich dann mitten im Bau wieder aufhören, das ist auch blöd. Und es wird schon wieder dunkel. Gehen wir dahin, wo es hell ist. In die Küche. Ab in die Küche. So, hier ist noch genug. Ich geh mal schlafen. Ich geh mal den Plaster ausmüllen. Dann überlege ich mir das, wie wir das mal am blödsten machen. Moment. Bevor ich mich jetzt hinlege. So, hier hat man noch mal 20. Ja, zack, und so schnell wie das Holz da ist, ist es aber weg. So. Okay, hat man das schon mal. Wenigstens kommt ja genug durch die Netze rein. Und da kriegen wir ja auch genug. Ich glaube, das wird eine Netzsammelfolge hier. Naja, hä? Achso. War dann bestimmt woanders. So, das ist ja, glaube ich, die erste. Ist das immer? Ne, das ist noch nicht voll. Stimmt, je nachdem, wie der Fluss ist hier. Da ist auch schon wieder was drin. Oh, guck mal hier. Eieieiei. Kann man uns mit der Plaste reinschmeißen ohne Ende. Die stehen da auch gleich mit, naja. Schrott sammelt sich auch ganz gut. Das haben wir. So, jetzt habe ich sowieso bestimmt gleich das nächste Palmblatt am Start. Ja, wie schon gesagt. Okay. Oh, wir haben mal ruhig gesehen, das ist auch nicht schlecht. So. Plaste. Plaste kann gleich weg. Die Seile noch fort. Die Seile noch weg. So, zack. Haben wir hier noch Holz. Ich könnte jetzt noch weiter hinten gucken gehen, aber da wird noch nicht viel drin sein. Der auch weg. Ja. Gut. Und da würde ich sagen, wir machen doch erstmal den Boden bis vor. So wie ich es jetzt eigentlich geplant hatte. Dann können wir ja erstmal die andere Form von den, also die günstige nehmen. Das dürfte dann nicht so ins Gewicht fallen von der Masse her. Achso ja, hier muss ich jetzt erstmal Boden ziehen. Da brauche ich ja doch wieder Schrott. Beziehungsweise Balken ziehen. Da brauche ich ja doch wieder Schrott. Und einen Haufen Nägel. Was Fass kann man mitnehmen? Da ist meistens immer Schrott drin. Ein guter Schrottlieferant. Ja, klatsch rein jetzt hier. Müssen wir nicht wegen jedem 40er in den Schrank rennen. So. Ach, das ist, ich war gerade oben. Nehmen wir die zwei kleiner mit.
Und dann gucken wir mal, wie viel Nägel wir hier rauskriegen. So, Nägel. Na komm, da können wir uns oben nochmal immer Schrott holen. So, da haben wir jetzt 50 Nägel. Und zu wenig Holz. Und viel zu wenig Holz. Genau. So ist hier irgendwas im Voraus. Sieht jetzt gerade nicht so aus. Nee, gut. Müsste eigentlich passen. Oh. Qualen. Gut. Ach, ist zu schlafen wollte ich. Ah, verdammt. Ich habe auch kein Licht am Helm. Doch blöd. Ja, komm, ich leg mich mal kurz hin. Niederlegen. So, da wird es wenigstens auch gleich wieder hell. Wir müssen nicht im Dunkeln rumoxidieren. So, genau, guck mal, da kommt sie schon. So, dann gucken wir mal jetzt hier die Balken. Wo kommt da? So, Nummer 1. Hatte ich jetzt hier eigentlich schon welche? Ne, jetzt fange ich nochmal neu an mit dem. Naja, gut, das ist nicht so schlimm. So, da lang. Ja, die Nägel nehmen sich gut weg hier. So, und dann wie gesagt, bis vor. Kriege ich das jetzt hin? Warte mal, wir machen das erstmal auf einer Seite. Wie gesagt, das Aufwerten kann ich später noch machen. Nein, das war blöde. Ich mach's Loch lieber von oben. Dann verbaue ich mich weniger. Weil ich hatte ja Gott sei Dank gesagt, dass ich den Regen noch ausnutzen will. Dann hätten wir hier jetzt zwar. Oh, ich hasse es. Ich habe gerade gesagt, ich verbaue mich weniger. Hm? Sehe das gerade, wie ich mich weniger verbaue. Hallo? Gehst du mal da runter? Geh mal eben geduckt hier lang. Stört mich jetzt auch nicht. So, und jetzt müsste ich jetzt hier schon um die Kurve? Ja, eigentlich schon. Doch, jetzt brauche ich hier ein Dreieck. Ja. So. Ja, du auch. Kriege ich denn das jetzt hier dran? Das ist ja doof. Wo muss denn das jetzt hin? Warte mal. Aber das geht doch eigentlich, oder? So geht denn das jetzt hier nicht? Hey, was ist denn das für eine blöde Gagge? Ach, guck mal an, hier geht's. Wahnsinn. Wieso kann ich den jetzt aber hier nicht anbauen? Das müsste doch aber sonst eigentlich gehen. Das geht doch sonst auch, oder? Nee, jetzt doof. Stehe ich mich bloß blöde an gerade? Aber anscheinend scheint es nicht zu gehen. Das ist ja blöde. Muss ich jetzt hier echt noch Balken ziehen, dass ich hier ein Dreieck dran kriege? Nee, warte mal. Doch nicht, das war ganz oben. Ach, hier könnte ich. Das für ein Blödsinn. Warte mal, wir probieren das jetzt mal. Probieren wir das von oben. Mal gucken, ob das von oben besser geht. Aber eigentlich müsste das doch gehen. Müsste das doch so rumbauen können, wie so ein Kranz. Eigentlich. Ja, dann hätten wir zwar hier jetzt einen Schlauch dann, aber hier geht kein Weg. Ne, siehst du das? Das ist echt komisch. Warte mal, dann muss ich das jetzt mal probieren, ob ich hier wirklich noch einen Balken setzen muss. Und dann eventuell sogar so, dass der einen Snap-Punkt hat oder was. Ja, okay. Wenn ich den jetzt abreiße, bloß mal zum Testen, dann hält das trotzdem. Das ist ja auch blöd. Das ist ja reine Verschwendung. Ah, ich weiß, ist meine Axt kaputt gegangen. Wir haben noch 22 mal Holz. Das war jetzt schnell weg. Sowas. Okay. Also ich muss ich muss hier echt so einen Balken hinzimmern. Geht nicht anders. Das ist ja mal heftig. Aber der Witz ist, ich kann den wegnehmen. Wie doof ist denn das bitte? Sorry, aber wie doof ist denn das? So, das war's mit dem Holz. Jetzt würde ich nämlich, wie gesagt, ich wollte ja eh so ein kleines Überdeck machen. Jetzt müsste ich bloß mal gucken, wie weit ich das mache. Gut, ich hätte vielleicht sogar noch eins gerade rausziehen können und dann mit den Dreiecken auffüllen. Dann wären wir hier zwar, na gut, nee, dann wären wir hier aber zwei rausgekommen. Nee, das passt schon so. Das passt schon. Mehr wie eins wollte ich ja nicht raus. Das ist schon okay so. Ist hier oben eigentlich noch was drin? Ja. Das ist ja auch gleich mal nebenher. Gleich mal noch was mumpeln. So, dann können wir jetzt nochmal runtergehen. Eventuell nochmal ein bisschen Holz abgreifen.
Und ein paar Palmblätter, genau. Das ist sehr gut. Das Pflaster kann gleich mal weg. Ist da einer drin? Wir schwimmen bald wieder im Geld, wenn das weiter so geht. Pflaster. Gucken wir mal hier außen. Holzfass. Okay, warte mal. Ich könnte jetzt die Steine, die Blätter brauche ich jetzt sowieso. Und nicht genug kriegen, kann ich ja immer noch an meinen Schrank gehen. Jetzt kann da rein. Jawohl. Sehr schön. Ich glaube, hier vorne müsste so. Ja, hier vorne ist voll. Ich glaube, das hier wird dann immer die erste Anlaufstelle. Vorne drin. Oh ja, das sieht sehr gut aus. So. Können wir jetzt nochmal hochgucken. Ich glaube, ja, Nägel brauchen wir dafür eigentlich nicht, oder? Für dieses gehabene Vorhaben. So. Wie mache ich das jetzt? Ich würde ja behaupten, machen das jetzt so. Okay, das geht schon mal gut. Muss ich aber, glaube ich, sowieso hoch. Ja, klar. Ja, schon mal ganz hoch. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt. Fangen wir jetzt hier mit dem Dach an. Da müsste ich bloß gucken, wie ich das dann ausgehen lasse, dass es nicht doof aussieht. Hey. So. Sieht doch eigentlich ganz nice aus. Joch. Ansonsten würde ich einfach sagen, wir gehen komplett so rum, oder? Weil wenn wir hier jetzt sowieso hochziehen, würde das ja eh so machen. Nehmen wir jetzt mal gleich das gute Stück. So, jetzt haben wir es ja wieder gerade. Da könnten wir das Dach auch eigentlich. Klar, na eben, doch. Das machen wir so. Das ziehen wir jetzt dann bis hier hinter und dann geht es dann einfach wieder hoch. Wenn wir hier jetzt einen Abschluss machen, müsste das dann ja eigentlich reichen. Weil von der Breite her ist das, glaube ich, genug Platz. Und es ist ja auch bloß hier oben. Was, noch eine kleine Insel? Yay! Da ist irgendwas im Weg. Ach, guck mal. Guck mal, wir müssen da doch nicht mit Motorkraft hin. Die kommt sogar vor uns wieder raus. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Sehr schön. Das ist schon mal nicht so eine komische Insel wie Balboa. Dass man da unbedingt mit Motorkraft hin muss. Wir könnten es natürlich aber auch so machen. Warte mal, wenn ich jetzt hier... Nur mal annahmsweise eine so setze. Und das Dach dann so. Ah, wie mache ich das jetzt? Muss ja eigentlich da runter. Ach, das wird wohl nicht gehen, ne? Warte mal. Ich glaube, ich muss das nochmal wegnehmen. Ich glaube, ich bräuchte hier ein Dreieck dazu. Ja, das wird nicht funktionieren. Weil so setze ich das oben drauf. Wenn ich das jetzt so mache und so mache und das jetzt nochmal wegnehme. Warte mal. So, und dann, guck mal, so geht's. Jawohl. Dann hätten wir eigentlich auch den perfekten Abschluss hier unten. Also zumindest für oben. Und da wird es dann einfach wieder gerade hintergehen. Jawohl. Guck mal, das sieht doch gut aus. Also gut aussehen ist jetzt dann relativ. Das sieht man dann. Insel voraus. Kommen wir dran vorbei. Ich muss ein Stück noch. Ein kleines Stück ausweichen muss ich. Aber wirklich nur ein kleines Stück. So ist es natürlich auch die falsche Seite auf der Insel. Zack. Ja, und jetzt habe ich keine Blätter mehr. Okay. Jetzt habe ich keine Blätter mehr. So, das müsste eigentlich reichen. So, es wird eh wieder dunkel. Gut, Leute, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ich ziehe jetzt trotzdem mal nebenbei hier noch ein bisschen. Nee. So, den Rahmen, wie wir das quasi schon vorhaben. Wir können dann ja hier an der Seite noch irgendwie einen Balkon dran machen oder so. Zack. Gehen wir hier jetzt mit? Oder machen wir das hier hinten nochmal genauso mit dem Dach, dass wir auch einen Abschluss haben? Könnten wir theoretisch oben machen. Ich lasse es erstmal so. Jetzt muss man gucken, wie ich es hier gemacht habe. Achso, hier kann ich es jetzt noch gar nicht so machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann das hier setzen. Und dann müsste ich ja schon schräg setzen. So, nochmal ein Stückchen rüber. Meine Fräse. So. Ich glaube, die Insel grase ich dann mal offscreen ab, damit man hier nicht so sehr in... Jetzt macht ihr ja nur wieder Inseln. Ja.
genau. Ne, ich würde dann auch schon jetzt in der laufenden Offscreen-Zeit würde ich dann auch schon mal wieder ein bisschen Stuff sammeln, dass dann quasi genug da ist für die nächste Folge. Also ich lasse jetzt quasi ein bisschen weiterfahren. Echt doof, mit euch zu reden, wenn es hier dunkel ist. Das ist echt ein bisschen blöd. Finde ich nicht schön. Wartet kurz. Ich lege mich jetzt nochmal hin. Dann gehe ich jetzt nochmal hoch. Mach das Segel zu. Dann versuchen wir nichts an der Hand zu halten. So. Mach das Segel zu. Guck jetzt auf die Insel oder in den Sonnenaufgang. Und sag danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein bisschen Feedback da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Raft. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Achso, was ich jetzt vergessen habe. Ich lasse jetzt noch ein bisschen vorn Stuff sammeln. Und dann die nächste Folge geht es weiter mit Dach und Co. Gut. Oder beziehungsweise den Ring und das nächste Deck. Gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.